Hallo liebe Freunde des Schwarzmagiers Sarazar und willkommen zurück in der Welt von Dragon Age 2. Ja, wir haben der letzten Folge anders geholfen, ein paar Kackkristalle aus der Kanalisation zu fischen, die er für einen Trank braucht, mit dem er sich von Gerechtigkeit trennen kann. Da brauchen wir aber nicht nur Cela Petre, wie die Kackkristalle heißen, sondern wir brauchen auch noch Dragostein und die finden wir in der Knochengrube. Ich will mir jetzt mal kurz, bevor wir da mal hinschlendern, alle Quests anschauen, was wir hier noch zu tun haben. Der letzte Strohhalm auf der Flucht. Die Haupthandlung heben wir uns natürlich erstmal für später auf. Wir machen jetzt erstmal hier weiter mit den Standardquests. Nuncio möchte, dass du einen berühmten elfischen Meuchelmörder aus Antiva zur Strecke bringst. Frage Varyl im Lager der Dalish, wo er sich versteckt. Minenmassaker. Gehe zur Knochengrube, eine Kunde für Hubert die Lage. Wer braucht Rettung? Rette Orlana, die Tochter eines Adligen aus den Händen von Räubern, die sie irgendwo an der verwundeten Küste gefangen halten. Die verlorenen Schwerter. Finde die vermissten Kunari-Klingen und bringe sie zurück zu Tarbas in der Oberstadt. Da haben wir ja auch schon welche gefunden. Die können wir zum Beispiel auch kaufen. Bei Händlern sind ein paar zurückgeblieben. Die kosten allerdings auch 3 Sovereigns. Das ist natürlich eine ganze Menge. Eine ganze Menge Holz. So. Den haben wir hier. Also ich würde mal sagen, Knochengrube soll ja heiter werden, laut eurer Aussage. Das soll ja kein Zuckerschlecken sein. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge Abenteuer vor uns noch. Und in der Knochengrube lauert irgendwas Großes. Mehr wurde mir nicht verraten. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst, da jetzt direkt hinzugehen, obwohl ich ein böser Schwarzmagier bin. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich überlege jetzt mal kurz. Ja, Krähenmond, Sunderhügel, Krähenmond, Krähenmord. Da verdächtige ich ja, den einen Elfen aus Antiva, der auch in Dragon Age 1 vorkam. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Wenn ihr Dragon Age 1 gespielt habt, kennt ihr ihn wahrscheinlich. Vielleicht hat das hier was mit zu tun. So, verwundete Küste, wer braucht Rettung? Ich glaube, das machen wir mal gerade. Die verwundete Küste, da zieht's uns jetzt mal hin. Da werden wir mal ein paar Abenteuer stehen erleben. Stehen bleiben! Wer seid ihr? Ich heiße Evitz, wie in Evitz Plünderer. Die Männer, die ihr vor einigen Jahren getötet habt. Ihr werdet jetzt sterben für das, was ihr getan habt. Oh, der sieht dem Sarazar ja richtig ähnlich, aber... Er wird hier frittiert. So, der kriegt gut eins aufs Mützchen. Unsere Jungs sind eigentlich noch alle recht fit. Und jetzt mache ich hier mal noch einen Kältekegel rein. So. Ja, so hat er wirklich nicht mehr viel zu lassen. Der Bogenschütze, der stirbt hier auch. Und der neue Stab von Anders ist echt nicht ohne. Der ist richtig gut, liebe Freunde. Das ist ein nettes Ding. Anders, von allen Magiern, die ich kenne, hätte ich von euch am ehesten erwartet, dass ihr mit Glanz und Gloria untergeht. Der Tag ist noch jung. Das war als Kompliment gemeint, ihr Esel. Nein, war es nicht. Okay, jetzt mal kurz auf die Karte schauen und mal gucken, wo wir denn jetzt hier überhaupt hin müssen. Es wird ja gar nicht angezeigt. Vielleicht muss ich das Quest erst noch aktivieren. Wer braucht Rettung? Quest aktivieren. Wird es jetzt angezeigt? Immer noch nicht. Scheint irgendwo ganz weit weg zu sein. Wir gehen einfach mal hier runter Richtung Süden. Durch diese Schlauchlevels. Hier waren wir auch schon öfter an der verwundeten Küste. Die haben ja schon allerhand Abenteuer überstanden. So, Elfenwurzel gibt nochmal 200 Erfahrung. Frei Haus. Mit diesen Reagenzien können wir dann ja ganz besonders tolle Tränke brauen. So, hier hoch vielleicht? Müssen wir vielleicht hier hoch? Ich vermute mal nicht. Ich schaue mal, ob es hier vielleicht einen Hinweis gibt. Rette Orlana, die Tochter eines Adligen aus den Händen von Räubern, die sie irgendwo an der verwundeten Küste gefangen halten. Das kann ja eine lange Suche werden jetzt hier. Nach der guten Orlana. Was haben wir denn hier? Ein Leichnam. Sieht nach einem elfischen Leichnam aus oder so. Huch, hier ist auch eine schöne Palme. Pflanze, ist ja keine Palme. Adret, Adret. Da vorne beim Schiff. Ja, die Evitz-Plünderer, die haben ja jetzt dran glauben müssen. Die haben wir recht problemlos eliminiert. Und wir hatten ja schon vorher mal mit denen zu tun. Auch hier an der verwundeten Küste.
wie der Avid schon gesagt hat, vor einigen Jahren. Hier geht es jetzt eigentlich hoch zu den Talvashot bzw. Kunari, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Die haben wir ja erfolgreich ausradiert. Aber vielleicht haben sich dann jetzt hier irgendwelche Räuber niedergelassen. Das weiß man nicht, was in den vielen Jahren hier passiert ist. Da war ein Dolch, den gucken wir uns mal eben an. Huch, die sind ja nicht mal so übel, die Dinger. Ja, fehlt ist Isabella allerdings noch an Geschicklichkeit. Dann können wir die aber theoretisch mal austauschen. Nächstes Level. Nächstes Level wird das wohl möglich sein. Ich guck mal eben, wie stark Isabella in Geschicklichkeit ist. Attribute. Ja, 30. Wir haben ja erst Klugheit geskillt. Dann geben wir der 2 Punkte Geschicklichkeit und 1 Punkt Willenskraft. Ein Kunari-Schwert, ein weiteres. Ist ja ganz nett. Da wird sich Tabas freuen, wenn wir ihm das wieder zurückbringen. Eine Handaxt. 25 Schaden, das scheint jetzt nicht so der Oberknaller zu sein. Und hier ist auch wieder dieser komische Magus Tavarin Hall. Nicht jede Münze ist allein. Da können wir was verkaufen. Hochwertige Streitaxt, 32. Die heben wir uns auf jeden Fall nochmal auf. Die kann Fenris jetzt noch nicht nehmen, aber vielleicht später. Das können wir jetzt hier verkaufen. Schnaps können wir auch verkaufen. Die Dolche heben wir uns auch auf. Den verzauberten Stab, den Standardstab. Gute Frage. Sollen wir den mal behalten? Ich behalte die mal gerade noch. Aber hier Plunder haben wir auch jede Menge. Das können wir alles mal verscherbeln. Nuk-Talisman aus Messing. Den geschnitzten Ring, die Fingerfesseln der Galgenburg-Sklaven. Ja, das ist auch mittlerweile nichts Tolles mehr. Auch der Gürtel der Kasteiten ist nicht mehr so berauschend. So, ich denke, das ist in Ordnung so. Haben wir schon ein bisschen Krempel losgeworden. Einige tragen die Orte, an denen sie waren. Hier können wir nochmal das Fass schauen und hier geht es wohl nicht mehr durch. Durch diesen Höhleneingang kommen wir nicht mehr, der ist von einem Karren versperrt. Mal da runterlatschen, ein bisschen weite Erkundung betreiben. Das Weltdesign von Dragon Age 2 ist ja auf jeden Fall High Fantasy gehalten. Der Ursprung für das High Fantasy Genre liegt, soweit ich weiß, doch schon bei Herr der Ringe. Ich meine, da haben sich wohl die meisten Fantasy-Stories dran orientiert, will ich mal behaupten. Aber es gibt noch viele, viele weitere schöne Geschichten. Zum Beispiel die Chroniken von Narnia, irgendwo auch Harry Potter. Conan der Barbar, der ist auch richtig alt, den gibt es schon verdammt lange. Ja, und noch, und ich glaube sogar Conan der Barbar, der Autor und der Tolkien, die haben sich gekannt. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, die kannten sich auch. Früher da in Oxford, wo sie zusammen dann Lesungen gehalten haben und in dem Romanclub waren sie, glaube ich, auch und sowas alles. Ja, was ist denn eure liebste Fantasy-Geschichte? Da gibt es ja auch Mangas, es gibt viele schöne Geschichten. Ich will das Genre jetzt auch nicht zu weit auf Mittelalter-Fantasy beschränken, also High-Fantasy, sondern da gibt es ja auch noch diverse andere Sachen, wie zum Beispiel Cyberpunk und Co. Was ist denn euer absoluter Favorit? So, schön. Die komplexe Truhe hier können wir mit Isabella öffnen. Amulett des der Verzauberer des Zirkels. Heiltrank und eine Rabenfeder. Feder. Rabenfeder. Da können wir natürlich nicht viel mit anfangen, aber vielleicht können wir hier was mit anfangen. Mit dem Amulett. Ja, nehmen wir doch mal. Komm, körperlicher Schaden machen wir zwar gar nicht halt, aber... Protziges Amethyst-Amulett ist halt auch nicht verkehrt gewesen. Ne, komm, nehmen wir das mal mit. Ist okay, nehmen wir mal mit. Oh, haben wir das jetzt hier alles erkundet wieder? Wo sind denn wohl... Da müssten die ja hier oben doch drinne gewesen sein, wo ich eben nicht abbiegen wollte. Ich hammel. Aber na, dafür haben wir noch ein bisschen Beute gemacht. Hier war übrigens der Kampf gegen die Kumpanen von Evett, die anderen Plünderer, der Evett-Plünderer, Gauner und Ganoven. Die wir dann zusammen mit der Stadtwache niedergestreckt haben. Das war ein wirkliches Abenteuer. Ein Gemetzel förmlich. Und ich kann mich nur daran erinnern, da sind alle aus unserer Gruppe niedergestreckt worden. Bis auf Evelyn, die dann jegliche Gegner noch ins Jenseits befördert hat. Also die war richtig tapfer. Unterstützt von einigen Wachen, muss man dazu sagen. Die sind nicht draufgegangen. Aber die waren schon taffe Gesellen. Davor haben wir aber auch noch auf schwer gespielt. Das war dann deutlich anspruchsvoller. Muss man auch dazu erwähnen.
So, jetzt wollen wir mal schauen, ob die da oben... Wie weit müssen wir denn da noch gehen? Ach, da habe ich wieder hier eine Biegung verpasst. Vielleicht ist es aber auch da lang. Ja, ich gehe, glaube ich, mal da oben lang. Wenn wir jetzt eh schon die Biegung verpasst haben... Gehe ich mal nach oben und gucke mal, ob wir dort wen ausräuchern können. So, hier geht's auf jeden Fall nicht nach rechts. Da haben wir nämlich auch schon geguckt. Hier mal weiter geradeaus. Die Karten wiederholen sich leider sehr oft. Wen haben wir denn hier? Das ist ein Timer Shot. Ich denke, wir haben euch alle ausgerottet. So, und jetzt kommen die Jungs hier rüber, oder was? Aha, Feuersturm hat er schon angewendet. So, eingefroren. Die machen erstmal nicht mehr viel. Solange hier kein Sarebas da ist, können wir die ganz gut plätten eigentlich. So, Sarazar wird übelst angegriffen gerade. Vielleicht kann Anders ihn mal heilen. Wen haben wir denn hier noch? Warte mal, können wir hier vielleicht nicht eine magische Bombe? Da geht doch jetzt einer drauf. Dann machen wir hier mal den. Und jetzt... Patz! Super! Die magische Bombe ist wirklich Knaller. Wenn man sie effizient einzusetzen vermag. So, die machen wir selbst ohne Heal jetzt von Anders Blatt. Brauchen wir gar nicht. Haben wir alles überstanden. Und Sarazar stand wieder heroisch an der Front. 9 Silber. Noch ein Leichnam. Ein Gürtel. Was denn für ein Gürtel? Plus 11 Mana Ausdauer. Nicht schlecht. Was sagen die denn zu mir, wenn ich den Gürtel hier... 11 Mana Ausdauer. Ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das ist... Obwohl plus 4% Feuerschaden, plus 4% Kälteschaden natürlich auch effizient für uns ist. Nee, ich glaube, das ist Mana Ausdauer. Das hatten wir auch schon mal. Zwar nicht so hoch, aber... Ist jetzt doch nicht so geil. Das ist dann auch wieder nur ein Zauber. Und so viel Mana-Knappheit haben wir eigentlich nicht. Wir haben fast immer genug Mana. Ich mache jetzt auch hier nochmal Todessog wieder an. Damit er die Mana von den Leichen aufsaugt. So, guck mal rein. Super. Das ist also eine komplexen Truhe. Ein gesprungener Rosendiamant und ein Opalbruchstück. Wer braucht denn sowas? Hätten sie ja ruhig mal was Tolles reinpacken können. Ja, was haben wir hier noch? Scheinen doch noch keine Räuber hier zu sein, die irgendwie Orlana oder Co. festgehalten hätten. Den Ring schaue ich mir später nochmal an. Zerschlissene Lakenlyrium-Trank. Ja, wo ist denn die große Gegenwehr, die uns hier erwarten soll? Scheinbar nirgends. Hier sind außer teilweise Shot, sehe ich hier gar nichts, aber die mähen wir natürlich auch noch gerne nieder. Ist das ein Sarebas? Doch, das ist ein Sarebas. Ach du Schitte. Scheiße. Ich muss den unbedingt einfrieren. Ja, habe ich auch gemacht, habe ich auch hinbekommen. Und jetzt muss Isabella sich auf den Sarebas konzentrieren. Und du, lieber Sarazar. Ja, komm, warte mal, das sehe ich mir auch. Das sehe ich mal so hin, dass ich möglichst viele erwische hier von denen. Und jetzt Kältekegel. So, der Sarebas ist tot, das war sehr wichtig. Pam. So. Ja, die hätten wir auch eigentlich ohne größere Probleme niedergemetzelt, da wir den Sarebas, den Zauberer der Taiwashot, oder halt Kunari, die Taiwashot sind ein Unterstamm der Kunari, erledigt haben. Was haben wir denn hier noch? Ein Knochenberg? Kunari-Schwert erneut. Mensch, haben wir schon ganz schön viele Kunari-Schwerter gefunden. Ich frage mich, wie viele wir für den sammeln sollen. Oder vielleicht können wir da auch jegliche abgeben direkt. Das kann natürlich auch sein. So, hier geht es noch nach unten. Ich hoffe, da stoßen wir endlich auf Alana und Räuber. Aber irgendwie sind nur Kunari da. Kaiwa Shot. Ja, und gleich liegen die Talwa-Schrott im Tal. Wenn wir mit denen fertig sind... Ha!
Lass den Sarazan wohl, halber Schott. So, jetzt sind natürlich einige hier, die auf die Mütze wollen. Ah, mit denen werden wir fertig. Mit denen werden wir recht problemlos fertig. Die Taiwa-Shots sind eigentlich keine größere Gefahr. Ich warte irgendwie nur noch darauf, dass wir hier auf den Knochenberg stoßen, wo wir die Überreste von Orlena finden. So, und hier sind wir natürlich einmal groß im Kreis gelaufen. Na toll, wo sollen die denn jetzt sein, bitteschön? An der verwundeten Küste. Die Räuber. Wir waren doch jetzt hier überall. Wir haben doch die ganze verwundete Küste abgesucht, liebe Freunde. Kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Hier unten waren wir auch schon. Da haben wir einfach alles angeschaut. Die Evidsplünderer. Die Geschichte haben wir auch erledigt. So, ich will mal ganz mutig behaupten, dass es sich hier um einen Fehler im Spiel handelt und Orlena gar nicht existiert, genauso wenig wie die Räuber, die sie festhalten. Ein Mythos sozusagen. Ich werde das Quest jetzt abbrechen, weil das bringt ja nichts, wen hier zu suchen, den es gar nicht gibt. Das ist ja nicht gerade sinnvoll, da können wir noch jahrelang mit verbringen. Insofern, es tut mir leid, dass wir das Quest hier nicht lösen konnten. Wir widmen uns jetzt einer anderen Geschichte in der nächsten Folge. Ich breche jetzt hier mal ab und wir sehen uns dann in Kürze wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß!